Bahrain, ein Königreich im Mittleren Osten. Neuester Austragungsort im Formel-1-Zirkus von Bernie Ecclestone. Und da ist Partyrent. Entdecken Sie gemeinsam mit uns das Geheimnis einzigartiger Eventatmosphäre. Was macht der Caterer einer königlichen Familie, der 2 Wochen vor einem internationalen Großevent steht und einen Eventlogistiker sucht? Nun, er wendet sich an Partyrent, denn mit seinem ISO-zertifizierten Workflow kann Partyrent auch dann zuverlässige Arbeit abliefern, wenn das Timing eng und der Umfang gewaltig sind. Bocholt, Bahrain. Diese Strecke muss bewältigt werden. Auch für die international agierenden Non-Food-Caterer aus dem westfälischen Bocholt eine große Herausforderung. Partyrent hat die Herausforderung angenommen und das Projekt realisiert, von der Kontaktaufnahme bis zum ersten Gläschen Sekt. Kommen Sie mit, verschaffen Sie sich durch einen kurzen Schulterblick einen Eindruck von Eventlogistik made by Partyrent. Schon in der Auftragsannahme kommt es auf 100%ige Professionalität an. Mehrere Prüfinstanzen sorgen für lückenloses Equipment. Die Synergien in unserem Franchise-Verbund machen uns stark. Geht nicht? Gibt's nicht. Und davon profitieren letztendlich Sie, unsere Kunden. Ist mit dem Auftraggeber die Bestellung abgeschlossen, beginnt anhand des Packzettels die Kommissionierung. Wie gut, dass bei Partyrent alles, aber auch wirklich alles, seinen angestammten Platz hat. Das erleichtert die Arbeit und schließt Fehler nahezu aus. Während die kleinen Vermietartikel in ihren eingeschweißten Transportkisten allzeit bereit sind, wird das Großküchenequipment für die lange Reise gut verpackt. Zwischendurch immer wieder ein kritischer Blick von Logistikleiter Mark Rotz. Alles in Ordnung. Weiter geht's zum Beispiel mit einer Palette Weingläser. Die kommissionierte Ware wird aufgeladen. Wagen für Wagen, Kiste für Kiste füllen sich die LKW. Für unser Formel-1-Projekt haben sich unsere Sattelschlepper auf die Reise zum niederländischen International Airport von Amsterdam gemacht. Mehr als 30 Tonnen Event-Equipment galt es aus Deutschland einzufliegen. Darunter die gesamte Küchentechnik mit unter anderem 15 Kombi-Steamern der Topmarke Rational für das Catering der Formel-1-VIP-Gäste, 15.000 Gläser, unter anderem von Schotz Wiesel, 28.000 Porzellanteile von Villeroy und Boch sowie 30.000 Besteckteile der Marke Hepp. Und damit nichts verloren geht, bekommen alle gleich einen schönen Aufkleber. Was ein bisschen nach Ameisenhaufen aussieht, ist aber in Wirklichkeit das perfekte Zusammenspiel zweier Logistikprofis, Partyrent und Martinair. Aus den LKW-Einheiten werden nette Päckchen in Jumbo-Größe geschnürt. Danach, sehr verehrte Damen, wird es ernst. Dann geht's auf die Waage.
Unser Event-Equipment wird sicher verstaut. Modernste EDV gibt jederzeit Auskunft über den Standort unserer Waren. Ein letzter prüfender Blick vor dem Abflug. Wackelt, sitzt und hat Luft. Es gibt also grünes Licht. Maschine klar, ready for take-off. Die Reise führt uns quer über Europa auf einen anderen Kontinent bis auf die südliche arabische Halbinsel. Man spürt sofort, hier leben Moderne und Tradition eng beieinander. Ein faszinierendes Land, in dem in nur anderthalb Jahren Bauzeit eine der modernsten Rennstrecken der Welt entstand. Aufgrund der guten Erfahrungen mit Partyrent hatte man als Architekten einen Deutschen ausgewählt. Oder war es umgekehrt? Während die Polizei für Sicherheit sorgt, kann der Ketterer schon das tadellose Besteck von Partyrent eindecken. Auch die Köche sind mit ihrem Arbeitsmaterial höchst zufrieden. Fernsehstationen aus über 60 Ländern bereiten sich auf das große Rennereignis vor. Hochmodern, super teuer, super schön. Wir sind sehr überrascht, was wir hier sehen. Die Kollegen vom TV Bahrain nutzen ihren Heimvorteil und fangen schon die ersten Interviews ein. VIPs und Fans fiebern dem Rennen entgegen. Hinter den Kulissen werden die letzten Schalentiere geknackt. Los geht's, das Rennen kann beginnen. Da Formel 1 ist, wenn am Ende Michael Schumacher gewinnt, haben wir es auch in Bahrain mit einem ganz normalen Formel 1-Rennen zu tun. Auf der Tribüne reckt Schumacher seinen Siegerpokal in die Höhe, während hinter den Kulissen die Mitarbeiter von Partyrent ganz andere Dinge stemmen. Nur 8 Stunden nach dem Rennen fliegt das gesamte Event-Equipment wieder zurück nach Deutschland. Perfekte Transportlogistik. Übrigens, nach der Veranstaltung bekam niemand im Wüstenstaat Spülhände. Das wird später von den Partyrent-Mitarbeitern in Bocholt erledigt. Was Sie hier jetzt sehen, ist wieder der alltägliche Perfektionismus unserer Partyrent-Mitarbeiter. Zunächst die Retourenkontrolle. Über 98% haben die Reise unbeschadet überstanden. Erstklassig. Anschließend geht es in die hochmoderne Spülstraße. Geschirr und Gläser werden getrennt gereinigt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bevor das Wasser in die Spülstraßen gelangt, durchläuft es jedoch eine Osmoseanlage. So bekommt auch der nächste Kunde garantiert hochglänzende Produkte. Zu guter Letzt prüfen unsere Mitarbeiter, ob alles den hohen hygienischen und technischen Ansprüchen der Partyrent-Philosophie genügt, bevor es wieder eingeschweißt an seinen Lagerort zurückgebracht wird. Das ging jetzt natürlich alles sehr schnell, vielleicht zu schnell, sodass wir den ganzen Prozess bei einem ihrer nächsten Projekte nochmal live und in Farbe vorführen sollten.
sprechen Sie mit uns über Ihren nächsten Event. Es darf auch ruhig etwas kleiner sein. Mit der Eventlogistik von PartyRent meistern Sie jede Herausforderung, wo auch immer Ihre nächste Veranstaltung stattfindet.